Na, wie geht's euch? Ich hoffe doch mal, ihr seid wohlauf und es geht euch gut. Willkommen beim neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar zu... ich hab's mir gerade aufgeschrieben. Beyond Harnwell. Ein Spiel basierend auf der Unreal Engine 5. Rein optisch sieht das Ding schon mal fantastisch aus. Ist ein neues Horrorspiel, was gestern rauskam. Also... Nehmen das heute am 27.09. auf. Also wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon einen Ticken später. Und wie gesagt, es kam am 26. raus. Ich habe das Spiel schon länger auf meiner Wishlist gehabt und habe gewartet, bis es endlich rauskommt. Und ja, es ist gestern erschienen. Heute nehme ich es auf. Ich hatte schon mega Bock drauf, weil das Spiel, ja, wie gesagt, rein optisch sieht das schon mal echt geil aus. Das Monster-Design kann sich auch sehen lassen. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja, hat so ein bisschen Vibes von Resident Evil 7, aber das Setting ist London. Also wir spielen in London. Man hat es auf den Screenshots auch schon gesehen, Big Ben und so weiter. Finde ich als Start bzw. Setting mal ganz interessant. Mal gucken, was das Spiel für uns bereithält. Kleine Anmerkung, bevor wir loslegen. Es hat keine deutsche Sprachausgabe oder keinen deutschen Text. Das heißt, das Spiel ist komplett auf Englisch. Hört mich persönlich jetzt nicht, aber... Ich werde versuchen, so gut es geht, Dinge, wenn wir irgendwie Text finden und so weiter, zu übersetzen. Aber Dialoge müsst ihr leider dann ja, mit klarkommen. Also schon mal kurz vorab gesagt. Hoffe mal, das stört euch nicht. Ansonsten müssten wir halt warten, dass es vielleicht irgendwie eine deutsche Übersetzung gibt. Keine Ahnung, ob es eine nachgeliefert werden wird. Wir werden sehen. Ich habe kurz mal ins Spiel reingeschaut, um die Grafikeinstellungen zu testen. Und jetzt würde ich sagen, bleibt mir nicht lang und legen los. Another one of the doctor's pathetic experiments. Interesting. Sechs Jahre später. So, und da geht's auch schon los. Eine Sache würde ich noch kurz machen. Ich werde den Ingame-Sound nochmal einen Ticken höher setzen. Ah, es ist ein bisschen leise. Through the big smoke, find your way into Westminster. Wir müssen also nach Westminster gelangen, ist ja auch ein Stadtteil von London. Und ja, wir finden uns jetzt hier in so einem Keller. Mehr habe ich jetzt auch nicht gespielt. Einfach wie gesagt, nochmal um die Grafik-Settings zu testen. So, open note. After scouting around the city walls, I found a hall that led under the Thames. I thought it might have been one of our old factions trying to get in. ATF maybe, but it looks like it was dug out. They seem to have really wanted a way with, out without going back into Westminster. It can't have been easy or a quick digging through that. Also, man hat sich umgesehen. Ja, around the city walls, also um die Stadt, Mauer. Und da gab es ein Loch, das unter die Themse führt. Wahrscheinlich befinden wir uns jetzt auch gerade unter der Themse. Und ja, das Loch ist nicht zufällig irgendwie hier entstanden. Es muss also gegraben worden sein. Und ja, alles irgendwie strange. Ups. Note war das? Ja. No. So. As you progress, you will make notes about the world around you and what's happening in it. Whenever you see the note icon on the top right, a note has just been added. Check your notes if you need help or context. Okay. Und man sieht ja schon das Underground, bisschen dunkel, aber man sieht hier das Underground-Schild von der U-Bahn. War auch mal in London. Hall to pick up
Twist Objects. Ah, man kann auch Objekte nehmen und werfen. Wie in Amnesia von Frictional Games. Zack. Sehr cool, sehr cool. So. It would be silly to continue without the torch. Wir brauchen eine Torch. Was auch noch besonders irgendwie an dem Gameplay sein soll, ist, dass man alles Mögliche irgendwie gefühlt als Waffe verwenden kann. Man kann irgendwie Rohre rausreißen oder so ein Gedöns, glaube ich zumindest. Dies auf jeden Fall macht dir deine Umgebung so zunutze. Weil es gibt anscheinend Waffen in diesem Spiel, aber Munition ist, glaube ich, begrenzt. Jetzt müssen wir uns eine Torch basteln oder was? Eine Lampe oder so? Ich meine, hier leuchtet es ja, aber... Ich kann jetzt nicht irgendwie sehen, was hier ist, weil es schon echt fucking duster ist. Ich meine, ich kann Dinge aufheben und werfen. Jo, das ist nice, aber... Bringt halt nicht viel, ne? Aber das Underground-Schild kann ich nicht heben, das ist ein bisschen schwer. Vermute ich jetzt mal. First Aid. Guck mal, da können wir Zeug irgendwie mitnehmen, aber irgendwie auch nicht. Hey, wo kriege ich denn eine Torch her? Das ist ja Eisen. Das ist kein Holz. Er fängt schon mal gut an, ne? Jetzt stuck ich hier total. Oh, man kriecht sehr langsam. Also wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Okay, war da irgendwie im Gang was? Hier, warte mal. Da ist was. Ah! Torch. Geil. Jetzt haben wir endlich eine Lampe. Fantastisch. Ich dachte schon, müssen wir hier irgendwas basteln oder so. Kick. Bam. Können wir immer kicken. Cool. Wir haben einen Fuß. Das finde ich gut. Finde ich super. Ja, jetzt bekommen wir noch so ein bisschen Tutorials gezeigt. Sprinting into locked doors will kick them open. Also, wenn man auf Türen zurennt, werden die automatisch geöffnet. Da der Charakter dann durchrennt. Ich glaube, die Punkte an der Lampe... Crouch. Ich glaube, die Punkte an der Lampe, die grünen, zeigen wahrscheinlich noch an, wie viel Batterie die hat. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwann leer ist. Kann aber auch sein, dass es einfach nur... Weiß ich nicht. Hold down the sprint button while holding the direction you want to go. This will execute a quick turn, which you can be useful if you need to change direction quickly. This can be turned off in the gameplay settings menu. Okay, es gibt einen quick turn, das finde ich super. Das heißt also... Warte. Man rennt, dann umdreht. Oder was? Hä? Ah. Gott, man muss. Ja, das ist auf dem PC richtig umständlich. Du musst Shift und WASD halt, oder beziehungsweise W und S eher, schnell drücken. Habt ihr es gehört? Da ist irgendwas. Versuch mal Quick Turn. Ja, okay. Die Richtungstaste gedrückt halten. Und Shift reicht nicht. Ja, seht ihr das? Die Lampe nimmt an Kapazität ab. Da habe ich es doch gewusst. Wie sieht es denn mit dem Sprinten aus? Wie viel Ausdauer habe ich? Schon ordentlich. Kann ich da durch? Okay, gehen wir mal weiter die Schiene entlang. Vielleicht finden wir ja irgendwie einen Ausgang oder so. Scheint nicht so, dass jetzt noch irgendwelche Züge fahren. Wir wissen noch nicht, welches Jahr ist oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. The Torch Battery Level is indicated by the green lights
on its side. Batteries are scarce. It does not recharge. When the batteries are dead, the torch will be dimmed and flicker, but it's still usable. Okay. Also wenn die Kapazität der Lampe erreicht ist, dann flickert sie noch ein bisschen, aber man kann sie noch benutzen, aber hat halt nicht mehr so die gleiche Leuchtkraft wie vorher halt, ne? Bam. Deswegen werde ich versuchen, ein bisschen was zu sparen. Was zum Teufel? Your sickness can strike at any time. If it looks like you're in for a big fight, better take some nasal pills. Sick? Gross. Ja, Pills. Sagt sich so leicht. Wo finde ich die denn? Hier ist was. Gaffer cut. Was? Restore power to the security door. Gaffer cut off power to the door to stop using getting out. Muppet didn't consider. Alter, was denn jetzt? Objectives are added to your discover more in the world. Ich sure you check them often. Ja, ja. Kann nicht mal den Text lesen, weil ich hier dauernd Einblendungen kriege. Das ist richtig nervig. Muppet didn't consider we are all engineers down here. It triggered the generator up to the door control. Anybody needs to get to the surface, just fill up the gen and open the door. There should be some diesel left in the storeroom. Okay. Heißt nichts anderes, wir müssen den Generator wieder zum Laufen kriegen. Das kommen wir hier nicht raus. Also die Tür lässt sich nur elektrisch öffnen, wie wir hier sehen. Da der Generator und der ist wahrscheinlich leer. Out of fuel, genau. Tut sich nichts. Okay, wir brauchen also Diesel und dann können wir die Tür öffnen. Das heißt, wir müssen erstmal welches finden. Wo haben wir das sein mag. Glow sticks free up your hands when you need light in a fight. Das ist nice. Gibt's auch ein Inventory? Tab gibt's ein Inventory. Das sieht schon fast ein bisschen Resident Evil Oldschool mäßig aus mit dem Inventory. Auch die Schachtel mit Munition, die sich bewegt. Low Stick auf 1. Kann man das auf 1 legen? Geht auf 1. Nice. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal um. Was haben wir da? Battery, geil. Setzt man die Battery automatisch ein. Mail. Leaving. Gaffer has been efficiently ordered us to stay here and keep the trains running. Fuck. That I'm going. Most of the tube has been automated for years. Most people will get out just fine without killing us in the process. A few of us have started digging our way out through storage under embankment. Please come with us, Danny B. Ja, die sollten unten bleiben, damit halt das Ganze hier am Laufen bleibt, aber anscheinend wollten sie dann raus und haben in den Weg hinausgesucht, beziehungsweise einen gegraben. Es könnte wahrscheinlich sein, dass wir gerade am Anfang durch diesen Gang durch sind, oder wo wir herkamen. VIP-Visit. Dear all, our favorite of the top 5 will be visiting on Monday. Lord Dale Cunningham will arrive at 9 AM for a tour. He is the highest ranking minister to ever visit and is very good friend with the transport minister. Let's make his visit memorable and impressive, Gaffer. Also ein Lord kam vorbei hier bei den Leuten, die Schienen und Züge überwachen. Und das ganze System so ein bisschen steuern und ja, der Verkehrsminister ebenfalls. Er ist ein guter Freund von ihm. Dear Resident, we are happy to announce another successful election. See below your new minister. Lady Diana Clayfield, Minister for Arts and Entertainment. Dr. Dan Linwood, Health Minister. Sir Michael Rowley, Bishop of London. Und Lord Dale Cunningham, Minister of Defense and Arms Manufacture.
The Director, House of Commons. Okay. Also es gibt neue, ja, Leute in der Regierung, beziehungsweise Minister. Control Panel, not available. Cool. Na gut. Dann weiter ins Geschehen. Keep locked. Fuck. This shit. Was nun? Kann man da hoch? Nee. Guck mir nochmal kurz den Zettel an. Stand da nochmal. Der Text ist so krakelig, kann ich mir den nicht nochmal vorlesen lassen? Cut off the power to the door to stop getting out. Didn't consider we are engineers down here. I triggered the generator up to the door control. Anybody needs to get to the surface, just fill up the gen and open the door. There should be some diesel left in the storeroom. Okay, das ist das. Ja, die Info, die haben wir schon. What? Was war das? War das Geräusch eben schon da? Ja, läuft zwar alles, aber irgendwie... Ah, okay. Schlüssel, fantastisch. Inventory. Confirm. Cannot use. Naja, ist okay. So, dann einfach hier. Benutzt du die automatisch? Erwarte ich auch von einem Spiel von 2024, dass ich nicht ins Inventar muss und das auswählen. Es sei denn, es ist irgendwie gewünscht, dass das so ein bisschen oldschoolig wirkt. Eine Flare habe ich. Geil. So, Diesel. Da haben wir selben Pilz. Die Texte haben sich oben links überlagert, ne? Das Spiel war, glaube ich, auch im Early Access. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob es der Fall war. Zumindest weiß ich davon nichts. Ich habe auch, glaube ich, keine Nachricht gekriegt, dass es im Early Access ist, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich da schon gekauft. Aber jetzt ist halt die 1.0 Version ist draußen. Man merkt hier beim Text zum Beispiel, dass er sich so überlagert. Das sind noch so kleine Kinderkrankheiten. Aber wir sind ja noch am Anfang, also bisher ist mir auch noch kein Bug aufgefallen oder sonst irgendwas. Wir müssen Diesel mal rein. Wir haben auch keine Animation oder so, ne? Also die Züge fahren doch noch. Aber eben auf dem Gleis, wo wir waren, war nix. Naja. People of Interests. Okay. Jetzt hat sich mein Charakter gerade notiert, die People of Interests. Stone. Assign throwable objects to quick use from an from the inventory. This will make them easier to use in a tricky scenario. Items can be also dropped or rearranged from the inventory by right click and drag. Drag outside the inventory space to drop drop an item. Mit den Stein auf die 2. Will prevent vomiting for a while. Ja, ich meine, wenn unser Charakter irgendwie kotzt, ey, schön und gut, aber sag mal so, wenn er nicht stirbt, ist es mir einerlei. Es sei denn, die Kotze zieht ihn wie ein Monster an, dann ist es natürlich nicht so geil, aber wenn uns das irgendwie Lebensenergie erzieht, wo kann ich denn meine Lebensenergie sehen? Weiß man nicht, ne? Es gibt keine Anzeige oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich gibt es wieder einen roten Rand. Klassiker halt, ne? Ja, wir sind sick. Aber es gibt keine Chance auf Heilung, oder wie? Hat jemand Schach gespielt?
Da wollte wahrscheinlich jemand wieder arrangiert. Hier zum Start eines Matches. Scrap habe ich einmal. Scrap? What the Scrap? Ah, das wird da oben angezeigt. Da, wo ganz oben, die erste Reihe, da haben wir jetzt eine 1 stehen. Das sind anscheinend Parts, mit denen man irgendwas bauen kann. Also wahrscheinlich wird hier auch auf eine Crafting-Mechanik gesetzt. Incident Report. Name Amanda Sayer. Post Health and Safety Executive. Date 12-9. Incident Details. Danny brought in a gun. He has reasoned that Westminster is no longer safe, he said. It is especially unsafe working on the tube network. It didn't cause any problems beyond possession of a firearm. Resolution. I reminded him that guns are still illegal in the UK, despite its current situation. I confiscated the weapon and locked it in a store room for collection. I didn't want the police involved in this. He's a good guy. There's a secondary problem though. I dropped the key to the storage into the drainage pits during my inspection. I need it for collecting on the next training cycle. Okay, der Schlüssel ist irgendwie in den Gully gefallen oder so. Und ja, da hat jemand eine Waffe mitgebracht und Waffen sind verboten in der Vereinigten Königreich. Und ja, es wurde eingesperrt, also die Waffe wurde eingesperrt, aber der Schlüssel ist weg. Ja. Und er wollte nicht die Polizei rufen, damit der Mitarbeiter keine Probleme kriegt, denn er ist eigentlich ein Guter. Okay, das heißt, wir können die Tür natürlich auch nicht aufkicken, ne? Bam. Ne. Naja, blöd ist, aber jetzt erstmal nicht schlimm. Schade, Schuhe. Schön, dass man einfach Sachen in der Gegend rumwerfen kann. Ich weiß nicht, ich mag das manchmal. Bringt zwar halt absolut nichts, aber so kleine physikalische Sachen, das ist manchmal so ein... Ach, scheiße. Manchmal ganz nett. Special items can be built at workbenches. Find blueprints to unlock new items. Collect resources and build as shown on the blueprint. Ja, genau, da liegen die Sachen oben vor uns aus, aber wir können noch nichts bauen. Wir haben ja noch nichts. Do not enter. Okay, geht nicht auf. Hier liegt doch nichts irgendwie von Wert rum, ne? Alles die Spinde der Arbeiter, wo auch immer die sein mögen, man weiß es nicht. Vielleicht sind sie tot. Vielleicht sind sie auch geflohen. Man weiß es nicht. Perhaps if I had something. Muss kurz gehen, tut mir leid. Perhaps if I had something to pry this off. Ja, aber was? Vielleicht müssen wir uns was herstellen. Vielleicht wäre das irgendwie ratsam. Haben wir hier durch? Nee, ne? Also momentan kann ich in diesem Raum leider nicht so viel machen. Also hier sind die Hände gebunden. Ich habe den Schlüssel nicht und ich habe auch keinerlei Möglichkeiten, in die anderen Räume zu kommen. Weil ich mir nichts herstellen kann aktuell. Hört sich nicht gut an. Okay, wir müssen hier nach dem Schlüssel suchen, den brauchen wir. Musik. Was zum Teufel? Oh shit, ey. Kann mich doch noch nicht wehren, ich hab doch nichts. Ein leichtes Unwohlsein breitet sich in mir auf. Gott.
Lasst mich in Ruhe. Aber man kann sich definitiv in diesem Spiel wehren. Also es ist nicht so wie, weiß ich nicht, bei Amnesia oder anderen Spielen dieser Art, dass man, naja, wie soll ich sagen, Gegner hat, die man nicht töten kann. Also die Gegner hier kann man definitiv töten, aber ich nehme auch mal stark an, dass wahrscheinlich Ressourcen begrenzt. Ey, eine Fuse. Also eine Sicherung. Ey. Ja, was fange ich mit der Sicherung an? Muss die hier irgendwie rein? Maybe wahrscheinlich. Ich habe so leicht das Gefühl, dass bald was kommt. First Aid. Nehme ich. Keep clear. Danger. So, da muss die Fuse wahrscheinlich rein und dann hier der Strom angeschaltet werden. Wo führt denn das Kabel lang? Ich weiß, das Wasser hier elektrifiziert wird. Oder so. Machen wir das mal. So. Jetzt wird das Wasser abgelassen wahrscheinlich, ne? Nice. Ich schon gerade fragen, wie komme ich da durch? Weil rüberspringen klappt ja, glaube ich, nicht. Hey. Wo ist der vermaledeite Schlüssel? Es gibt hier nice Reflexionen, ist aber kein Raytracing. Also Raytracing hat das Spiel nicht, aber es gibt so Sachen wie DLSS und Frame Generation. Das hat das Spiel. Ich glaube, man versucht mit der höchsten Renderskalierung zu spielen, ohne DLSS zum Beispiel. Das geht, aber die Sache ist, dann droppt das Spiel ab und zu mal wieder runter auf 40 Frames oder so. Aber ich habe es in der höchsten Qualität, die es mir möglich ist, und Renderoptionen. Zumindest fast. Kann halt auch nicht sehen, wie viel Grafikspeicher das Spiel einnimmt. Es gibt nur so eine Zahl von Render-Optionen, die das Spiel dir anbietet. Aber ich habe es nicht in einem langen Test ausführlich getestet. Also jetzt nicht irgendwie eine Stunde gespielt oder so, um zu sehen, okay, wie ist die Performance, wenn OBS läuft und wie ist die Performance, wenn es nicht läuft. Und OBS braucht ja auch halt ein bisschen Platz, weil wenn ich das über die Grafikkarte aufnehme, der VRAM voll ist, dann da hängt der. Was sein? Kann ich einen Stone werfen? Das von der Aktion. Ich laufe einfach. Hilde Anomalie. Kam hier gerade raus, ne? Jetzt soll ich es den killen. Ich hab doch nichts. War anscheinend die Knarre, ne? Oh yeah. Jetzt habe ich Half-Life-Feeling. Knarre. Toll, ich hab nichts. Was bringt mir eine Knarre, wenn ich keine Munition habe? Die Waffen werden hier nicht aufgeführt. Achso, ich muss Scroll Wheel. Ja, es hieß auch nur, dass die Waffe abgenommen wurde, nicht, dass sie Munition hat. Ja, aber es gibt Nahkampf in diesem Spiel. Das habe ich auch schon im
im Trailer-Material gesehen. Damit können wir jetzt das hier aber aufbrechen. Wo ist es denn? Personal, ich sehe es nicht. Wow. Fuck you. Warum stirbt das nicht? Die erste Anomalie defeated. Also es gibt hier so horizontale Schläge auf linke Maustaste oder macht er mehrere Kombos? Hier ist vertikal links. Wenn man beide zusammenhält. Guck mal, wir haben eine E7 auf unserer Hand stehen. Ja, ich nehme mal stark an, wir werden wahrscheinlich noch mehr Nahkampfwaffen bekommen. Also im Trailer sah man zumindest ein bisschen was. Oh, hier können wir durch. Cool. Was mit Speichern eigentlich? Passiert das irgendwie 9:35? Hm. Ob das automatisch passiert, frage ich mich, also Autosave. Weiß es nicht. Melee weapons will wear as they are used. If weapons is looking bloody and rusted, it might be time to find a new one. If you don't want to break, when you need it most. Okay, Waffen können in diesem Spiel kaputt gehen, also wenn sie blutig und rostig sind, sollten wir sie vielleicht irgendwann mal wechseln. Uns nach einer neuen umsehen. Okay. Ja, ich habe eine Knarre, aber ich habe keine Munition. Das ist es halt. Was bringt mir die Pistole, wenn ich keine Muni habe? Gott. Komm wieder. Alter. Stirb, Mann. Okay, das Monster Design ist bisher nur. Weiß ich nicht. Ah, es gibt bessere Monster hier in diesem Spiel. Aber die haben sich wahrscheinlich für den Trailer aufgehoben. Das sind, denke ich, auch mal Bosse. Die sehen geil aus. Aber diese Standardgegner jetzt hier, ich weiß mir nicht. War hier drin, aber warum? Vielleicht wurde er eingesperrt. Ich weiß auch noch nicht mal, was das hier alles verursacht. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ein Auto. Map, map. Wer hat es noch? Vandalismus. Was haben wir denn da? Ein Hammer. Ist der Hammer? Ah. Ah. Ja, das werden wir in diesem Let's Play leider öfters hören, glaube ich. Ein Blueprint. Now I can build 9mm ammo at the workbench. Ach, ich kann Munition herstellen. Das ist sexy. Da haben wir sogar welche. Okay, das hat wiederum was ein bisschen von Resident Evil Munition herstellen. Geht der in Resi auch? Kann ich das zerstören mit dem Hammer? Some objects in the world can be broken. Try shooting or hitting the lock. Ja, okay. Oh, geht doch. Ich werde auf jeden Fall keine Munition verschwenden. Oh, jetzt habe ich das Licht angemacht. Ups. Ich habe es auf die 1 gelegt. Naja, passiert. Health with regret overtime. If you need full health right now, use a first aid kit. Health is indicated by blood on your hand and the aura around the screen. It is recommended that you assign first aid to one of the quick use slots. Es wird einem geraten, auf den quick slot Heilung zu legen. Alt gibt es noch. Ich klicke das mal auf Alt. Und ja. Oder ich das Ding hier gerade verbaut habe.
Fuck, auf die Die Waffen kann man nicht auf irgendwas drauflegen. So. Ich will doch mal schießen. Some puzzles requires you to listen to sound in the world. Sounds in the world. If you are deaf or hard of hearing, you can add visual cues to these puzzles from the gameplay setting. Ah, das ist ja geil. Also die haben auch für Leute gedacht. Voll, danke dafür. Den Text wegdrücken, wenn er schießt. Für Leute, die nicht besonders gut hören können oder taubstumm sind, dass man. Ja. Sich visuelle Sachen einblenden lassen kann, die einem da helfen. Okay, aber dieses Speichert, das sagt ja wohl, dass hier gespeichert wird. Nehme ich mal stark an. Okay, kommen in Initial Loading. Wahrscheinlich kommen wir jetzt irgendwie raus in die Welt und das geladen werden. Machen wir mal kurz einen Mini-Cut. Ah, okay, anscheinend doch nicht. Welcome to London. Find Lady. Die Leute müssen wir finden. Okay, das ist also unsere Quest. Aber wir sind, glaube ich, schon draußen. Ja. Gucken wir uns nochmal zum Ende London an. Typisches London-Wetter. Da ist die Eye of London. Da war ich schon. Genau. Hier müsste der Big Ben sein. Perfekt. Ja, die Straße hier bin ich auch lang gegangen. Da hinten ist dann. Bahnhof, beziehungsweise steigt man aus und dann läuft man hier rüber zum Big Ben. Westminster Abbey ist auch noch hier. Ist, glaube ich, so in der Richtung, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Voll gut. Mit dem Blick auf den Big Ben entlasse ich euch erstmal von dieser ersten Episode von Beyond Harnwell. Harnwell. Ein neues Survival-Horror-Spiel mit der Unreal Engine 5. Und ich würde sagen, das nächste Mal gucken wir uns auf den Straßen von London hier um, beziehungsweise Westminster, und schauen mal, wo uns unser Weg hinführen wird. Also ich bin schon mal sehr gespannt. Das Spiel, ja, ist schon ganz spaßig. Als, ja, London als Setting ist mal wieder was Neues. Relativ, das selten gesehen, aber ja, nicht mehr so oft. Vor allem in einem Horrorspiel. Aber mal sehen. Bin gespannt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!